Servus Leute und willkommen zurück zum Farmexperten 2016. So, wir sind da noch auf einem anderen Feld. Wir werden jetzt die Funktion des Spieles benutzen, nämlich Fahrzeuge. Hier steht der Traktor, dort wollen wir hinein. So, dann würde ich sagen, kippen wir das einmal ins Lager. Da wäre es halt zum Beispiel auch cool, weil wir letztes Jahr im letzten Part, die Plane ist natürlich auch heftig, ist im Endeffekt leer, meiner Meinung nach. Im letzten Part haben wir ja ein bisschen was daneben gekippt, weil er es uns sozusagen falsch angezeigt hat, beziehungsweise er schreibt dann einfach die Warnmeldung hin und nicht mehr. Und da wäre es halt cool, wenn du zu zweit bist und setzt sich einen Traktor, schaut nach, wie viel noch reingeht und geht schon. So, Getreide hier zwischenlagern. Beziehungsweise, ich habe ja gesagt, ich warte noch auf eure Kommentare, was man denn mit... Scheiße, ich hätte geglaubt... Okay, es ist doch... Oh nein, das ist auch nicht. Er ist es zum Heben. Zack, zack. Es staubt ganz gewaltig. Und man sieht genau gar nichts. Okay, abgeplant ist nicht schön. Da schaut der Zylinder durch die Decke, durch den Anhänger. Na super. Ach Gott. Finde ich nicht schön gemacht. So, aber wir sind am Hof, deswegen können wir... Das große Feld hier. Nein, wir können das nicht. Also hoher Bearbeiter. Nämlich das große Feld hier. Wollen wir pflügen. Und nämlich das hier. Ich hoffe. Da kommt er schon. Da ist er schon. Vor uns fangen wir schon an ins Pflügen. Und wir fangen gleich weiter zum Mitdreschen natürlich wieder. Und vorher fangen dann tun dann weiter mit Dreschen. Ich würde sagen, das Pflügen werden wir fast innen überlassen bei allen Feldern, beziehungsweise wenn das nächste Feld ist, werden wir dann auch probieren, wieder einen einzustellen, auch wenn man sozusagen noch nicht dass man mehrere Helfer einstellen können, ob das geht, weil ich schätze, dass der langsamer ist als ich mit Dreschen mit dem kleinen Feld. Zumindest glaube ich es. Weil wir stehen ja. Achso, warte mal, schau mal, da ist am nächsten Feld auch was angesiedelt. Das, was uns nicht gehört. Das sehe ich jetzt gerade erst. War das vorher im letzten Bad auch schon? Da könnten wir jetzt kurz mal schauen auf die Map. Ah, da ist ja gar kein Feld laut Anzeige. Hä? So mal Felder. Oh ja, das Feld da. Gepflügt, bestellt, besät. Aktuell besitzt er niemand. Aber da ist überall was drauf. Was müssen wir jetzt ausprobieren, kurz, bevor wir was anderes machen? Wir probieren jetzt mit unserem Drescher da drüber fahren und dann einfach ins Dreschen anfangen. Was da passiert. Es ist eh Weizen. So. Ja, das wäre ja urmies, wenn du das ernten kannst. So, wir schalten das einmal die Erntemaschine ein. Und ich würde sagen... Achso, so, das Feld wird gar nicht angezeigt auf der Minimap. So, und dann würde ich sagen T. Nein, T war es nicht, er war es. Oh. Nein, geht nicht ernten. Na. Das wäre auch zu heftig gewesen, wenn das ernten gegangen wäre. Ja, das ist das zum Heben. Dann wäre das ja. Man muss kaufen. Was kostet denn das Feld zum Kaufen? 64.000. Bist du wahnsinnig. 5,4 Hektar. Ein bisschen zu viel für uns, leider. So, halt die Fresse, ich bin fahr ja nicht zu schnell. Der tut da immer herum, das ist ein Wahnsinn mit ihm. So, voll ausgewachsen, das sind... Ja, das geht da relativ schnell runter. Aber da geht ordentlich viel in den Korntank, glaube ich, hinein. Finde ich zumindest. Wir haben jetzt natürlich den Anhänger auf eine blöde Situation gestellt. Weil dort kann man... genau gar nicht nachher umfüllen, muss man die ganze Zeit aufs Gas drücken, weil der ja so extrem rutscht, wenn es ein bisschen am Hang ist. Und rückwärts rauffahren kann man auch nicht. Zumindest auf dem Hang da nicht, zumindest ist es mit den Anbaugeräten und so weiter nicht gegangen. Da hat auch so wenig Leistung gehabt, unser kleiner Traktor. So, ich bin gespannt, was wir von dem Feldsieger runter bekommen. 200 haben wir drinnen gehabt. Ich schätze so, ja, keine Ahnung. Ein Tausender maximal. 2000 wäre schon heftig. Bodenklasse B, das sind alle die gleichen Bodenklassen. Wir hätten den Helfer vielleicht düngen lassen sollen. Das hätte vielleicht noch ein bisschen Ertrag gebracht. Und die Kosten wären jetzt nicht so hoch gewesen, glaube ich.
Aber wir kriegen da ordentlich viel runter, finde ich. Wir haben jetzt schon 400 nach 20%, das bedeutet, grob gerechnet, 5 mal 2000 wären das. Fahrerfertigkeit erhöht. Jetzt könnte man sich noch einmal durchlesen, was die einzelnen Fahrer, die Fahrerfertigkeit gleich bringt, weniger Spritverbrauch. Und die Erntefertigkeit wird wahrscheinlich bringen, dass man entweder schneller fahren kann oder dass man mehr Ertrag bekommt. Weil das ist eh wichtig, selber zu wirtschaften, ein bisschen auch zu pflügen. Obwohl, pflügen ist eh der Ackermann, da kannst du grober noch. Wir sind ja noch immer, ich habe das jetzt aufgenommen, jetzt gleich hinten nach irgendwann einmal. Und ja, ich habe euch ja die Frage gestellt, wegen den, ob wir uns mehr Tiere kaufen sollen, dass wir wirklich viel Geld verdienen durch die. Weil die waren ja wirklich, sind ja wirklich lukrativ, weil du hast nichts zu tun mit den Kreaturen, mit den Tieren. Und musst sozusagen nur die Frucht kaufen, halt das Futter kaufen. Und dann bringen die dir jeden Tag Geld ein. Und das ist schon extrem, finde ich. Weil du kaufst einfach die Tiere und kaufst, weiß nicht, 100 Stück und kriegst jeden Tag dann, keine Ahnung, 10.000. Das ist jetzt übertrieben gesagt, so viel wird es nicht sein, aber bekommst jeden Tag nachher rein und brauchst nur das Futter mehr kaufen. Und ich glaube, das Futter ist günstiger als was, als die Tiere nachher selber. Da finde ich es ein bisschen nervig, das habe ich auch schon einmal gesagt gehabt. Wenn man hebt, dass es sofort das Stroh aufhört ins Rausspucken und dann, wenn man runterlässt, haut er das restliche raus, was er noch drinnen hat. So, wir haben jetzt 1000 Liter, halt ca. 800 geerntet, nach 50%. Weil irgendwo bei 1600 will man sein, wenn wir das Feld fertig haben. Ich bin wirklich am überlegen, ob wir es verkaufen sollen, das Zeug. Da bin ich auch gespannt auf eure Kommentare. Weil es ist halt die Frage, wie viel Geld wir bekommen. Das wäre mal interessant zu wissen. Wir haben jetzt 6000 eingelagert. Ich schätze, dass wir noch einmal so 6000 kriegen werden. Halt 12.000, halt 12 Tonnen nachher. Wenn die es, wenn sie einen realen Preis haben, dann haben die 12 Tonnen irgendwo, keine Ahnung, einen Wert von 2000 Euro, 3000 Euro, keine Ahnung jetzt auswendig. Aber viel mehr in echt nicht. Weil die Preise sind schon ziemlich gering von so Korn. Da geht es eigentlich nachher nur über Förderungen, wo man mehr bekommt. Zumindest soweit ich weiß. So, 1400 haben wir. Ich finde es auch cool, dass man die Maschinen reparieren muss. Dass da ein Schadensdingswert irgendwie sich erhöht. Und die Effizienz dadurch schlechter wird, aber wo das genau ist, also es gibt nirgendwo eine Anzeige, wie hin die Maschine schon ist. Es gibt nur die Anzeige, wie viel es kostet, es zu reparieren. Das finde ich ein bisschen wieder so komisch. Oder ob man müsste mal ausprobieren, ob es die Maschine dann stehen bleibt, wenn sie einfach 100% Schaden hätte oder sowas. Das wäre auch noch interessant. Oder ob es 100% Schaden dann teurer ist zu reparieren, als eine neue Maschine zu kaufen. So, jetzt haben wir 1400 circa und wir haben noch so einen Streifen und ein bisschen was wahrscheinlich. Halt, die ganze Seite kann ich nicht machen. 88% haben wir geerntet, 10% sind noch über. Schauen wir gleich, ob es sich ausgeht. Ob ich diesmal 100% gearbeitet habe oder wieder was stehen lassen habe. Letztes Mal waren es ja nur Komma-Bereich von Prozenten. So nicht die Welt. 1800, sind wir bei 1600. Die Bahn bringt noch einmal ca. 200 ein. Jetzt waren wir irgendwo bei 1800, das kleine Feld. Ja, das kann sich schon sehen lassen, muss man ehrlich sagen. So, 4% noch. Ich hoffe, das geht sich aus. Ich will es wirklich auf 100% dreschen. 0,5, 0,3, 0,2. Perfekt, 100% geerntet. So soll das funktionieren. Schaut perfekt aus. Auf jeden Fall. So, wir fahren gleich in die nächste Spur hinein und fangen gleich das nächste Feld an. Achso, nein, wir haben ja jetzt gesagt, wir wollen gleich den Helfer einstellen. Deswegen hüpfen wir kurz runter. Müssen rüberlaufen in Richtung Hof. Boah, wir hätten ihn fahren sollen. Aber das Korn schaut gut aus, muss ich ehrlich sagen. Schaut euch das an. Das gefällt mir besser als beim LS. Von da zumindest von herunten. Es ist zwar auf Augenhöhe, das ist schon Mörderkorn, halt da ist schon, weiß nicht, was das für genmanipuliertes Korn in den Alpen gibt. So, ich hoffe, das schauen wir mal, ob es das da schon reicht. Felder.
Nein, nicht Felder, Arbeiter. Pflügen. Und das kleine Feld hier. So, Arbeiter ist unterwegs. Wix. Ich muss mal schauen, was uns das Zeug kostet überhaupt. Ob das lukrativ ist oder nicht. Und ich hoffe jetzt nicht, dass dass der eine Helfer drüben aufhört und da jetzt ein anderer, halt, dass das der gleiche Helfer ist. Ah, schön groß, mit Vogel und noch Böttinger. Mit einem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Scharer. Da rennt schon was weiter. Und ich hoffe, der pflügt das. Wo sehe ich es denn jetzt? Nein, der kann das Stroh nicht runterpflügen. So ein Dreck, was machen wir? Ich weiß nicht, wir können auch natürlich auch die Idee, wie wir noch dahinter so machen könnten, wir einen Kredit aufnehmen. Bin ich zwar nicht der Freund davon, aber ja, besser Kredit als irgendwie ja, der Stroh so herumliegen haben, oder? Ja, das wird ja beim Grubbern dann auch nicht weggehen und beim Sehen. Und ich hoffe, der andere sieht man darüber auf das andere Feld. Ja, da ist er auch noch am DA am Arbeiten. Schön zwei Helfer am Werk. Ich hätte zuerst das größere Feld machen sollen, weil das kleinere hätte ich auch selber pflügen können. Beziehungsweise wir können nachher gleich wahrscheinlich gleich ins Grubbern anfangen, wenn wir fertig sind. Sehen soll man ja erst wieder im April, so Pi mal Daumen. Das bedeutet, wir spulen dann wieder vor. Und da warte ich aber auf jeden Fall nachher auf eure Kommentare, ob wir Tiere kaufen sollen und ob wir das Zeug verkaufen sollen. Weil wenn wir das verkaufen und uns Tiere kaufen, dann spulen wir danach erst vor, ist ja sinnvoller. Weil dadurch haben wir ja mehr Gewinn über die Zeit und können uns vielleicht nachher einen größeren Sämaschine oder sowas kaufen. Keine Ahnung, ob wir eine größere Sämaschine brauchen. Grubbern würde ich wahrscheinlich noch im Herbst. Oder tun wir nur pflügen im Herbst und tun auch im April erst grubbern. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, weil ich würde nehme jetzt noch den Bart hier auf, würde ich sagen. Das nächste Mal sehen wir erst dann sozusagen kurz dabei, wenn ich schon ein bisschen Zeug weiß von euch. Und dann halte ich mich einfach daran. Zumindest das mit den Tieren, das kriege ich sicher mit. Weil die nächsten Tage kann ich sowieso nicht aufnehmen, da ich nicht da bin am Wochenende. Halt für euch jetzt sozusagen, keine Ahnung, das Wochenende davor natürlich. Aber jetzt einiges in Vorproduktion gemacht. Ah, der pflügt schon ordentlich mit dem. Der kleine Lindner Geodrag. Mit seinen, was, 300 PS, was er da in dem Spiel hat. Finde ich so lächerlich. Ich weiß nicht. Das ist, die zumindest die PS-Anzahlen hätten sie gleich machen können. Wie es real ist. Wenn sie schon eine Lizenz hier, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Lindner dann die Lizenz hergibt und dann sagen, das machen die einfach einen 300 PS-Schlepper draus. Lindner ist gar nicht, hat nicht einmal Interesse, einen 300 PS-Schlepper zu bauen, wahrscheinlich. In echt. Weil die eher für ja, kleinere Landwirte und so weiter sind und nicht für Lohnunternehmen und große und bla bla bla. Finde ich halt ein bisschen blöd. Ah, der braucht ewig da zum Pflügen. Da wäre ich schon fast fertig mit dem Feld. Na, so schnell auch nicht, aber pflügt er wenigstens richtig von der Seite herum, bin ich mir gar nicht sicher. Und schon wieder eine höhere Stufe für die Fertigkeit, nämlich Fahrer. Da werden wir auch dann kurz mal am Ende des Wartes hineinschauen, was für Fertigkeiten, wie hoch wir sind. Und noch einmal genau schauen, was sie bringen. Nur das Blöde ist, dass wirklich der Stroh liegen bleibt. Vielleicht nimmt es der Wind weg oder sowas. Das könnte sein. Vielleicht können wir das ausprobieren, wenn wir zum Vorspulen. Bis in April nachher. Ob das dann einfach verschwindet. So 57%, bei 80% fangen danach ein Schreien an, dass er übervoll ist. So ein Blödsinn einfach nur. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr die Grafikfehler auch in den Parts habt. Weil ich schaue mir ja die Parts nicht nochmal an, halt die komischen, wenn so Querstreifen kommen, wie wenn das Bild wackeln würde und nicht die. Jetzt zum Beispiel war es gerade mal wieder. So ganz leicht, vorher war es ein bisschen extremer. Würde mich einmal interessieren, schreibt es das auf jeden Fall auch in die Kommentare. Und wir schauen uns jetzt noch, bevor wir da jetzt weitermachen, an, was für Stufen es gibt. Wir sind 35 Fahrer schon. Das bedeutet, erhält beim Fahren, hilft dir Treibstoff zu sparen und Fahrzeugabnutzung zu verringern. Perfekt. Ackermann, Pflügen und Bestellen erhöht die Luftaufnahme des Bodens. Das bedeutet wahrscheinlich mehr Ertrag. Sehr verringert den Verlust von Samen und erhöht die Präzision beim Sehen, sowie die Ernte. Sowie die Ernte, okay. Züchter, das ist mit den Tieren.
Abhängig von der Anzahl an Tieren erhöht das Einkommen durch Tiere. Das ist klar irgendwie. Erntebruch erhöht sich während der Ernte, verringert den Verlust von Getreide und erhöht das Einkommen. Ist auch klar. Pflanze erhöht das Pflanzen von Kartoffeln und Rüben. Gräber erhöht das Sammeln von Rüben und Kartoffeln. Der Gräber, der Totengräber oder was ist das? Fruchtbauer wird durch Arbeiten auf der Obstplantage erhöht. Obstsammler, Verkäufer und Wächter. Durch Ankaufs- und Verkaufshandlungen erhöht und beeinflusst alle Preise zugunsten vom Spieler. Wird durch Bestellaufgaben erhöht, verringert die Bestellkosten. Achso, ja, das sind die Bestellker. Vierte Stufe, 94. Also da sieht man auch den Fortschritt, wie viel Prozent wir da gerade sind. Zum Beispiel beim Ernte sind wir bei 89%. Das bedeutet, wir steigen wahrscheinlich noch auf jeden Fall einmal auf. Aber das Ganze werden wir sich einfach im nächsten Part dann anschauen. Wenn ich dann auch ein paar Antworten von euch habe und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht es gut und wir sehen uns morgen wieder beim Farmexperten 2016. Bis dann, tschüss.